Ja, ist ohnehin nicht viel Gold, also nur so ein bisschen, aber nur, dass du Bescheid weißt. Wie viel verbrauchst du pro Minute? Ich brauche 10, erstmal einmalig. Kannst du dir gerne abholen. Ja, ich will es hier mit dem Salvager, will ich dieses beste Dings dann demnächst haben. Ich schick dir gleich, wenn der Schoner rüberkommt, 100 rüber, oder? Ja, meinetwegen, ich nehme auch 100, so ist das nicht. Also, ich will mich da nicht beschweren. Oh, man kann jetzt mittlerweile auch Straßen endlich upgraden, die über Schienen führen. Wow. That was not possible a long time ago. Ich weiß. We haven't played Anno in a while. Sympathies in a stage of what? Ja. Da ist er mit 2 Ships of the Line dran vorbeigefahren. Naja, ein Ship of the Line hat tatsächlich nicht überlebt. Ja. Ist da Loot? Denn das ist kein Loot. Nee. Oh, Alter, aber das Ship of the Line von Gasparov sieht halt auch irgendwie sehr sehr damaged aus, möchte ich mal sagen. Sympathy ist halt ein wichtiger strategischer Punkt. Mit der Salpeter-Produktion da. Ja, wobei Sympathy produziert ja. Doch, Sympathy produziert Einsatz. Boah, lol. Ja, moin, rein und snacken. So, Cap Trelawney. Übrigens können wir jetzt mittlerweile so einen hässlichen botanischen bauen. Oh, meine Dudes wollen, glaube ich, langsam Kaffee haben. Ja, meine Dudes wollen Kaffee haben. Wie viel Kaffee verbrauche ich pro Minute? Also Kaffee im Überfluss? Nein. Frag für einen Freund. Wie viel brauchst du denn? Also sie verbrauchen gerade aktuell 2 Einheiten pro Minute. Also 2 Fabriken pro Minute. Ich glaube ja. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Weil die Kaffeerösterei schon ziemlich viel braucht. Ja, ich weiß. Nur ich werde halt auch keinen Kaffee ankaufen. Kaffee anzukaufen ist halt ein bisschen sehr teuer. Ich muss halt echt eine weitere Siedlung eigentlich auf Obreros hochziehen. Moment. Kasparov ist übrigens eine Arktis. It's cold enough to freeze the balls off a brass monkey. Cool. Get a coal fire burning. Post haste. The heat of them heaters don't travel far, and most of your buildings will need heating and all. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde tatsächlich die Arktis immer noch ultra cool und ich wünschte mir so sehr, es gäbe nochmal einen updated Soundtrack. Am Schluss, wenn sie fertig sind mit all den Sessions, und ich denke mal, mit Afrika werden sie fertig sein, weil dann hast du auch auf der Karte offiziell keinen Platz mehr und du bist eigentlich überall hingegangen. Außer jetzt halt, ich sag mal, Nordamerika und vielleicht Nordeuropa, aber ich glaube nicht, dass wir noch Nordeuropa kennenlernen werden. Ja, Nordeuropa ist hier nicht so wirklich das Thema, aber Nordamerika könnte ich mir noch gut vorstellen, dass sie da was machen. Ja, da mal gucken, aber ich hoffe tatsächlich, dass es am Schluss, ganz ehrlich, falls irgendeiner der Devs das jemals sehen sollte und das wirklich jemals vielleicht in Auftrag geben könnte. Leute, updated Soundtrack. Ich würde ihn mir sofort kaufen, ganz ehrlich. Ich habe ihn noch nicht auf Platte, das kommt aber noch. Ich habe den Soundtrack. Ich würde ihn mir aber nochmal updated kaufen wollen. Weil ganz ehrlich, updated der Soundtrack mit all den Sessions. Es ist mir auch egal, ob das 50 Euro kostet. Shut up and take my money. Wanna have. Like, seriously. Das wäre eine der Platten, die den ganzen Tag wahrscheinlich bei mir rennen würde.
Weil ganz ehrlich, seit Release ist so viel mit dazugekommen, ne? So viel Ton, so viele verschiedene Musikstücke. Arktis, Cape Trelawney, dann wahrscheinlich jetzt Afrika. Das wird ja auch nochmal eigene Musikstücke haben. Alter, das muss einfach eine Platte werden. Das muss eine Platte werden. Ist mir egal, ob das eine kleine Scheibe ist oder eine große Scheibe ist. Ob das Vinyl oder Plastik ist. Aber ich will's haben. Oh, das Scheißteil braucht auch Wärme. Also ziemlich alles braucht Wärme. Puh. In der Arktis musst du wieder nah beieinander bauen. Ähnlich wie auf dem Mond damals in 2205. A competitor's island withstood an attack. Ui. Do you not see? The waves rule themselves. Und was ich tatsächlich auch sehr schade finde. Jawohl. Also das muss ich ja tatsächlich sagen, ich fände es halt nochmal cool, wenn es nochmal ein paar andere Typen von Segelschiffen gäbe. Weißt du, was ich meine? Anstatt immer nur dieselben Models. Aber naja. Gut, das ist dann halt echt schon viel. Wichtig ist erstmal der Soundtrack. Soundtrack, Leute. Soundtracks. We need them. Das ist Banane, das ist Tabak. Das ist Kaffee. So, warte mal, hoch. Hier muss ich darum. Dann gehen wir doch mal hier runter. Es kostet so effing viel, einfach nur hier eine dämliche Brücke rüber zu ziehen. So. Komm. Ein Stahl wirst du doch wohl jetzt noch rüberziehen können, oder? Mindestens ein Stahl. Komm. Ein Stahl. Komm. Ein Stahl. Install. Jawohl. Schlönk. Jetzt brauche ich noch 45. Ich brauche 100, Alter. Es ist so, ne, weißt du, das regt tatsächlich so ein kleines bisschen auf. Du bist halt tatsächlich limitiert an die Stahlproduktion, beziehungsweise was heißt an die Stahlproduktion? Ich ziehe ja schon Schiffe, oder ich ziehe ja schon die ganze Zeit Dudes hier rüber. Warte mal, warum stehst du jetzt hier? Das will ich doch gar nicht. Jetzt eigentlich die ganze Zeit hier rüber gehen, Lul. Ich ziehe ja schon hier die ganze Zeit Stahl mit auf die Mausmoor. Aber die Routen brauchen ja auch Ewigkeiten, bis sie dann mal da sind. An explosion in one of your factories. Das ist jetzt uncool. An explosion in one of your factories. Uncool. Why are you effing burning? Where is the fire service? Mobilize. Mobilize faster. Dum dum. Dum 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 dum. Warte mal, können wir mit dir eigentlich nochmal wieder ganz kurz? Also ich. Why not take it even further? Ja, für 9000 machen wir es. Wie sieht das bei dir aus, Zero? Was denn? Hast du gerade auch von Messier die Meldung bekommen, dass sein Vorschlag abgelehnt wurde?
Nee, irgendwas wurde abgelehnt. Also irgendwie ist seine Dings mit uns. Da hatte er nicht so unbedingt Bock mehr drauf auf uns. Und naja. Gut, das waren 7000 in den Wind geschossen. Ja, es ist im nichts anderes gepackt, aber der Ruf ist runtergegangen, hardcore. Ja, der Ruf mit Dings ist nicht hardcore runtergegangen. Ich habe plus 10 bei ihm als Ruf bekommen. Er hat nur irgendwann 3 abgegeben. Weil ihm irgendwas nicht gepasst hat, weil wir irgendwie, keine Ahnung, Fire Service oder was der Geil, nicht was, irgendwas war da los. Keine Ahnung. Ich brauche definitiv mehr Seide. Ah, das heißt angekommen. Ja. What? Jetzt fängt die auch damit an? Ja. A shaman must help those in need. We will share what we know. Oh jo, ich glaube, ich muss gleich mal kurz meinen anderen neu starten. Irgendwas ist hier gerade ein bisschen buggy. Ich würde anstelle, dass du es neu startest, lieber aufhören mit der Runde. Okay. Sad. Aber okay. Ja, ich würde jetzt noch mal eben Relikte von Thule kaufen. Relikte von Thule? Ja, in die Arktik. Thank you. So. Und die würde ich dann mal eben in die neue Welt exportieren. Ja, mach das. Hast du eigentlich schon irgendeine Insel rausgesucht, so eine hübsche, wo es, ja, hier, warte mal, wir brauchen da noch ein hübsches Island, wo es Gas gibt, ne? Damit wir Gas geben können. Ah ja, das oder das hier. Soweit haben wir tatsächlich. Ziemlich egal. Soweit haben wir tatsächlich noch nie gespielt, dass wir Gas gebraucht haben, ne? Ja. Da sind zwar immer die Safe Games abgeschmiert, aber jetzt können wir tatsächlich mal soweit spielen. Jetzt haben wir es tatsächlich, glaube ich, mal ganz gut im Run. Your ship has returned from its voyage. Ah, das ist der Schoner, den ich beauftragt habe, Beton abzuholen. Jo. So, aber dann wolltest du ja jetzt aufhören und dann würde ich jetzt auch sagen, dann machen wir das auch mal eben ganz schnell. Aber erstmal habe ich hier gerade noch die Bahnstrecke fertig gebaut, damit ich demnächst nicht noch komplett ausraste. Und den Ölhafen aufgebaut. So. Dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt einfach mal schnell mit der Aufnahme auf. Ich glaube, ich würde jetzt einfach noch ein bisschen Animal Crossing spielen, weil ich da jetzt irgendwie gerade noch ein bisschen Bock drauf habe. Ja. Auch wenn es zwar nicht sonderlich viel mehr für mich zu tun gibt, aber vielleicht spiele ich jetzt noch irgendwie 10, 20, 30 Minuten Animal Crossing, vielleicht auch noch eine Stunde, keine Ahnung. Ich würde mich bedanken dafür, dass du da warst. Ich gehe mal ganz kurz hier, ich save the game und dann gehe ich mal in den Titelscreen. Ich würde mich bedanken dafür, dass du da warst. Ich würde mich bedanken dafür, dass du mitgemacht hast. Haben wir wieder Spaß gemacht. Und ja. Je nachdem, wie du Zeit hast, können wir ja morgen irgendwie nochmal vormittags oder nachmittags oder, ach, vormittags ist bei dir immer schlecht, aber nachmittags oder abends uns auch mal hinsetzen, dann klappt das schon. Ja, können wir gerne machen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nochmal wieder und ich mache nochmal schnell eine kleine Pause. Ich muss mal schnell austreten gehen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wahrscheinlich dann mit Animal Crossing. Bis gleich. Ciao.